Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, am Wochenende kam leider nichts auf meinem Kanal aus gewissen Gründen. Und heute habe ich für euch dafür einen Blister der Euro 2020 Serie. Darin enthalten sind 32 Karten und eine Limi. Kostet 7,90 Euro und wir schauen uns an, was drin ist nach dem Intro. So, dann werden wir mal reinschauen in das gute Teil. Ist ja jetzt hier aus Papier, also kein Plastik mehr, so wie hier. Also hier bei der FIFA 365 Serie ist das noch mit Plastik. So, dann werden wir mal schauen. Hier hinten ist dann 32 Karten. Dann halt die Gratis Online Game Codes und halt die Limi. Und dann gucken wir mal, was wir drin haben. So. Dann nehmen wir uns die Booster mal raus. So, die Limi ist hier noch drin enthalten. Und wen haben wir hier? So, wir haben hier Aaron Ramsey. Nicht schlecht. Also die anderen Limis finde ich besser, die bläulichen. So, dann haben wir hier noch 4 Booster. Was haben wir denn hier drauf? Hier haben wir die Bräune drauf. Dann haben wir hier einmal Ramos drauf. Hier haben wir Ronaldo drauf. Ja, ich glaube, es gibt nur 3 verschiedene. Und dann öffnen wir den ersten Booster. So. Da rupfen wir das erste Boosterlein. Zack. Mal gucken, ob irgendwas verdreht ist. Nee. Mal ein Booster, wo nicht verdreht ist. Das ist aber echt. Hier haben wir Ayeti. Dann haben wir hier Jasper Cillessen. Dann haben wir hier Moore. Dann haben wir hier Alderweireld. Da haben wir hier von der Slowakei das Mannschaftsporträt. Dann haben wir hier Wonderkid, Ciao Felix. Dann hätten wir hier Mittelfeld Engine, Kanté, Pogba und Matuidi von Frankreich. Und hier haben wir dann noch das Bukarest Host City, Kartennummer 16. Und wir öffnen direkt den nächsten. Oh, wir haben einen Deutschen und hier haben wir nämlich Toni Kroos. Toni, du bist Gold wert. Ja, als normale Basekarte. Dann haben wir hier Jorgensen von Dänemark. Dann haben wir hier Jordan Henderson von England. Dann haben wir hier Freuler. Als nächstes haben wir hier Burak Yilmaz von der Türkei als Fans Favorite. Dann hätten wir hier das Logo von Niederlande. Dann haben wir hier Jordi Alba als Allround Player. Die ist schön gestaltet hier, glitzert so schön. Und dann haben wir noch Memphis Depay von den Niederlanden. Also ich habe bis jetzt noch keine Dings bekommen, keine Rare. Gut, ich habe noch nicht so viel geöffnet.
Ich habe ein Pferdpack habe ich geöffnet. Was habe ich noch geöffnet? Das Starterpack. Dann noch aus einer Zeitschrift zwei Booster und das war es, glaube ich, schon. Hier haben wir Scoff. Dann haben wir hier Posch. Als nächstes haben wir hier Backwine oder Backwin. Dann haben wir Ante Rebic. Dann haben wir hier Line-Up von der Tschechischen Republik. So, schauen wir mal, wer hier alles drauf ist. Wacklig, Kufal, Sachi oder Suchi. Wie heißt der eine? Zeliska oder wie der heißt. Dann hier Boril. Den haben wir hier noch. Zuzek, Gral, Darida. Masopus, ach Gott, Schick und Yankto, oder? Eieiei, die haben Namen. Oh, hier haben wir Captain-Karte, die gefallen mir auch gut, die Captain-Karten. Hier Hugo Lloris. Dann haben wir hier Sergio Busquets von den Spaniern als Keyplayer. Auch schön gestaltet. Dann haben wir noch Fabian Ruiz, auch von den Spaniern. Und wir kommen zum letzten Booster dieses Videos. So. Auf. Geh auf, geh auf. So, komm bitte eine Rare mal. Ich möchte eine Rare. Hier haben wir Harry Wilson. Dann haben wir hier Fernandes. Als nächstes haben wir hier Pereira. Dann haben wir hier Rodon. Dann haben wir hier Isaac als Wonderkid. Dann haben wir hier wieder ein Playoff Team Kosovo. Oh, hier haben wir die 467, also die Karte. UEFA Euro 2020 Logo. Und die letzte Karte ist hier Karafaev. Ja, keine Rare in dem Blister. Schade, schade, schade. Ja, das war's in diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaltet beim nächsten Video wieder ein oder Livestream. Mal schauen, ob ich am Wochenende was bringe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.